Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr seht, die bekannte graue Tüte ist da und wir haben hier 5 Diamond Paintings, die ich für euch gleich auspacken und zeigen werde und reviewen werde. Dieses Video ist präsentiert von craftzyart.com. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung, auch mit den Links zu allen Bildern, die ihr hier drin findet. Ich habe zusätzlich noch ein Bild von denen bekommen, das ich in diesem Video leider nicht zeigen kann. Aber ich zeige euch nachher ein Stückchen. Ich habe es nämlich schon ausgepackt und angefangen zu machen und bin von der Qualität sehr stark begeistert von diesem Laden. Deswegen kann ich euch jetzt schon, ohne die anderen gesehen zu haben, also ich schneide es natürlich raus, wenn hier jetzt totaler Schrott drin ist. Falls ihr das jetzt seht, habe ich es drin gelassen. Ich bin ein Affiliate-Partner von CraftZyArt. Das bedeutet, wenn ihr über meinen Link heute etwas bei CraftZyArt bestellt, bekomme ich eine kleine Provision dafür, damit ihr voll transparent wisst, was hier los ist. Aber ich mache es nur, nachdem ich gesehen habe, dass die Qualität wirklich gut ist und ihr bekommt hier zum kleinen Preis sehr schöne Diamond Paintings. So, jetzt aber fangen wir an. Ich weiß, ich habe mir die Bilder ausgesucht, aber ich habe noch nicht alles hier aufgeschnippelt und reingeschaut. Das machen wir jetzt zusammen. Fangen wir einfach mal mit dem, das hier oben liegt, an. Ich habe auch eine schöne Auswahl an Groß, Klein und also was Großes habe ich nicht, weil ich habe gerade nicht so viel Zeit zum Painten. Und da dachte ich mir, so kleine Bilder sind ja auch zwischendurch ganz schön. Und es ist immer so schwer zu wissen, ob die Größe okay ist. Deswegen gucke ich mir gerne Videos an von anderen, die auch von diesen Läden Unboxings machen, weil dann kann ich mir da angucken, ob die Größe in Ordnung ist. Diese Diamond Paintings gibt es nämlich immer nur in einer Größe in diesen Läden. Vor allem halt auch in diesem Laden. So, also, das hier ist ein Teilbild und klassisches Toolkit. Und das ist so eine Blüte. Das Kit heißt Orchidee. Ich muss immer gucken, dass ich es euch auch richtig rum zeige. Oh, das finde ich super schön, die Farben. Das ist so ein schnelles Projekt. Wie ihr seht, ist nur die Blume hier zu painten. Alles andere ist bedruckt. Aber der Druck ist sehr schön. Ihr seht, ihr habt in meinem Joy Autumn Video gesehen, dass ich ja schon ganz andere Erfahrungen gemacht habe mit dem Druck, dass der total verschwommen war. Und ich glaube, das kommt wirklich, wirklich schön raus und ist ein schönes, schnelles Projekt zwischendurch. Das sind die Steine. Die sehen super schön aus. Ich habe genau die gleiche Verpackung bei dem Bild, was ich schon angefangen habe. Das heißt, es ist der gleiche Hersteller. Und ich war total glücklich mit den Steinen. Ich hatte praktisch keinen Müll drin. Ich habe sehr viel noch übrig, absehbar. Und sie funkeln. Richtig, richtig toll, diese Steine. Das sind die Farben für dieses Bild. Und obwohl es so ein kleines Bild ist, habe ich immerhin noch 10 Farben. Und ich denke, dass dadurch die Schattierung sehr schön rauskommt und deswegen die Blume sehr realistisch aussieht, obwohl es nur ein sehr kleines Bild ist, mit 30x30 Leinwandgröße. Das bedeutet, man muss die Ränder hier immer noch abziehen. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze auf der Website aussieht. Also ihr seht hier, das ist das Logo von craftzyart.com. Wie gesagt, der Link zu jedem Bild ist auch unten in der Beschreibung drin. Und ich suche jetzt mal kurz raus, wie das aussieht auf... Genau, so sieht das auf der Website aus. Und ich denke, das kommt... Das sieht genauso aus wie das, was ich hier bekommen habe. Und ihr bekommt da so viele Rabatte. Also über $40 bekommt man gerade 20% off. Also man kann es sich auch in Euro anzeigen lassen. Ihr kommt auf jeden Fall zurecht in dem Laden. Und ja, das ist Nummer 1. Ein schönes Zwischendurch-Projekt. Weiter geht's mit dem nächsten. Oh, ich liebe es, Sachen auszupacken. Achso, ja, bevor ich es vergesse, eine Sache will ich noch kurz machen. Und zwar
will ich die Bilder gerade lagern, damit diese Knicke ein bisschen rausgehen. Packe ich die unter einen schweren Stapel von Zeitschriften und danach hänge ich sie an so Cliphänger im Schrank auf, an der Stange. Und damit ich am Ende das hier noch zuordnen kann, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Und zwar habe ich mir so Labels ausgedruckt. Ich habe einfach so eine Liste in Excel gemacht, mir die Sachen draufgeschrieben, so eine Tabelle und das auf Etikettenpapier ausgedruckt. Und das kann ich mir jetzt auseinanderschreiben mit allen Daten. Ich mache halt die Videos auf Englisch, deswegen habe ich es jetzt auch mal auf Englisch hier ausgedruckt. Aber ihr könnt es natürlich machen, wie ihr möchtet. Und ich schreibe mir jetzt, das ist übrigens mein, da ich alle diese Bilder auf jeden Fall selber machen möchte, landen die in meinem Stash, praktisch in meinem Lager. Und das ist mein 21. Diamond Painting Bild, das ich auf Lager habe. Deswegen bekommt es die Nummer 21. Die Steine sind rund. Das schreibe ich jetzt hier unten mal kurz, da kann ich besser schreiben. Die Steine sind rund. Der Laden ist Craftsy Art. Und das Datum mache ich einfach nur, das ist jetzt November 20. So, dann weiß ich ungefähr, wann ich das bekommen habe. Und das klebe ich jetzt einfach hier irgendwo auf das Bild drauf. Das ist auch ein Sticker, den ich wieder runterbekomme. Und das ist jetzt die Referenznummer. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen 21er Sticker. Ihr könnt euch natürlich, also falls ihr das auch machen möchtet, irgendwelche anderen Nummern ausdenken. Aber das ist jetzt so mein System, weil dann weiß ich auch, wie viel Diamond Paintings ich gerade auf Lager habe. Oder beziehungsweise jemals gekauft habe, weil die werden ja auch irgendwann fertig. Und jetzt kann ich eben die Leinwand schön aufhängen und die Steinchen kommen halt in der Schublade. So, jetzt geht's aber endlich weiter. Also, vorsichtig aufschneiden, damit man hier nicht in die Leinwand schneidet aus Versehen. So, Bild Nummer 2. Und zwar, mal gucken. Es ist ja auch, obwohl man weiß, was man bestellt hat, ist es immer spannend zu sehen, wie es dann doch in echt rauskommt. Das ist auch ein Teilbild. Und zwar ist das die Wasserblumen hier. So wird es in dem Laden genannt. Es ist ein Teilbild und ich bin schon wieder sehr zufrieden, wie es rauskommt. Und zwar seht ihr hier oben, ich kann es euch aber gleich zeigen, so soll das aussehen. Und man paintet praktisch nur die Blume und der Hintergrund, der dunkle mit diesen blauen Ranken. Ah doch, die blauen Ranken hier oben werden auch gepaintet sogar. Wir haben 14 Farben, das ist unglaublich viel für so ein kleines Bild, finde ich. Richtig schön gemacht und ein schönes Zwischenprojekt. Hier steht auch nochmal, was man painten muss. Und ich bin jetzt gespannt auf die Steine. Oh, schaut euch das mal an. Also, wie ich vermutet habe, sind es verschiedene Hersteller auch. Ihr seht ja auch vom Druck der Leinwand, es sind verschiedene Hersteller, die in diesem Shop verkauft werden. Und diese Steine hier sind schon fertig abgepackt in Tütchen. Das ist ja mal richtig komfortabel. Da muss ich gar nicht groß was umpacken. Und 14 Farben sind wirklich sehr, sehr viel für so ein kleines Teilbild. Die sind wunderschön, total bunt. Oh, ich würde es am liebsten sofort anfangen. Oh, das ist richtig schön abwechslungsreich und trotzdem sehr schnelles Projekt. Wahnsinn. Ich bin jetzt ganz überrascht tatsächlich, wie viele Farben hier drin sind. Auch das Blaue ist super schön. Ich habe sogar Gelb. Das sind wahrscheinlich die Stänge hier unten. Und ich finde die
Grüntöne. Ich mag ja auch Grün ganz arg, aber hier ist auch so ein schönes Korallenpink. Also wow, richtig toll. Die Steine an sich sehen aber genauso aus, wenn ich mir die ganz genau angucke gerade, wie die anderen. Sehr ordentlich, sehr schön. Kein Müll. Ich muss jetzt mal nur gucken, dass meine Kamera hier fokussiert. Aha, so läuft das. Genau. Ich hoffe, sie hat vorhin auch scharf gestellt, weil eigentlich ist Autofokus eingestellt. Voll komisch, dass es gerade nicht wollte. Ja, das ist das. Und wir nummerieren jetzt dieses Bild auch mal kurz. Das ist jetzt meine Nummer 22. Ich habe mir überlegt, ich meine, bei den Kleinen muss ich nicht so viel vorbereiten. Ich mache mir da meistens tatsächlich nicht die Mühe, die Sachen umzuschütten. Aber bei so mittelgroßen, ob ich mit euch nicht auch mal so Videos mache, dass ich euch zeige, wie ich die Diamond Paintings vorbereite und anfange und was ich dann am Ende mit den ganzen übrigen Steinchen mache. Ich bin mir tatsächlich selber immer noch unsicher. Ich habe jetzt wahrscheinlich sehr viele runde Steine übrig danach, ob und wozu ich diese Steine behalten soll, weil ich eigentlich fehlen einem ja meistens keine Steine bei diesen Kits. Aber irgendwie ist es auch schön, so eine Sammlung zu haben. Und vielleicht mal selber was Kreatives daraus zu basteln mit den übrig gebliebenen Steinchen. Das ist Bild Nummer 3. Oh, ich habe schon gesehen. Oh, sie ist so schön. Oh, sie ist so schön. Ah, tada! Das ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingsbilder aus diesem Haul. Das ist ein Bild mit Spezialstein und dieser wunderschönen Lady hier. Wieder ganz klassisches Standard-Toolkit. Und so sieht das von nahem aus. Der Druck ist sehr hübsch. Und hier setzt ihr praktisch die Spezialsteine drauf. Da sind zum Beispiel größere. Hier an den Punkten entlang setzt man die Steine auf. Hier kommen so Tropfensteine drauf und auf ihr Gesicht auch. Und auf ihr Kleid. Und hier hängen überall, ich finde diese Tropfen, ich finde so Tropfensteine generell immer wunderschön. Auch in meinem eigenen Schmuck trage ich gerne Tropfen. Ich fand dieses Motiv wunderschön und es gibt in diesem Laden noch ganz viele, die so ähnlich sind, mit anderen Farben und so. Also da lohnt es sich auch mal zu stöbern. Ich habe dann noch ein paar auf meiner eigenen Wunschliste, die ich auch gerne noch haben möchte. Ich dachte, ich fange aber mit dem mal an. Ich zeige sie euch jetzt mal auf der Website. Wie gesagt, sie ist auch unten verlinkt in der Infobox. Genau. So sieht die gute aus im Laden und sie sieht wirklich genauso aus, wie sie jetzt rauskommt. Sie kommt sogar noch schöner vielleicht raus und es steht auch dran Special Shape. Falls ihr so ein Bild sucht, dann sucht einfach nach Special Shape und ihr werdet diese Bilder finden. Jetzt zeige ich euch die Steine und das sind auch meine Lieblingsfarben, so blau, lila und sowas finde ich so schön. So. Knister, knister. Schauen wir mal an. Also, wir haben hier, ich muss erstmal fokussieren. So. Lila, Blautöne, Silber. Oh, das sind meine Lieblingsfarben. Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Ich glaube, beim Einhorn gab es die auch. Die finde ich so schön. Die haben so ein dunkelblau-lila mit so changierenden
Farbüberzug. Dann haben wir auch so changierende lilane Steine, weiße, dann orangene Tropfen und so weiß-silberne Tropfen. Das wird eine Freude, diese Filze machen. Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, welches ich als erstes mache. Da müsst ihr mir vielleicht sogar am Ende des Videos helfen, welches Bild ich als erstes machen soll. Und ich trage jetzt hier auch gleich mal wieder die Zahl ein. Das ist auch ein super schnelles Bild. Das ist meine Nummer 23. Und den Sticker klebe ich nachher auf. Ich mache das nachher ohne euch. Dann kommen wir jetzt schneller durch das Video durch. Weiter geht's mit... mache ich jetzt. Das habe ich schon aufgemacht. Ich habe aber nicht richtig reingeguckt, weil ich dachte, das ist das Bild, was ich, was für mich selber ist, was ich nicht für das Video bekommen habe. Machen wir erstmal das hier auf. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Also. Okay. Okay. Stimmt. So, das ist wieder klassisches Toolkit. Falls jemand eins braucht, ich kann euch gegen Versand ganz viele zukommen lassen. Schreibt mir eine E-Mail. So, das ist diese Lady hier. Ich zeige euch mal eben, wie sie im Laden aussieht. Und die könnte wirklich ein bisschen mehr Größe vertragen. Genau, das ist 30 mal 30. So sieht die gut im Laden aus. Und ich dachte mir, da sie recht comic-mäßig ist und relativ groß in der Mitte, könnte es sein, dass sie auf 30x30 trotzdem gut rauskommt. Aber man darf hier natürlich auch nicht vergessen, es gehen ja immer noch mal Rand weg. Das ist, das darf man hier nie vergessen bei diesen Bildern. Ich muss sagen, für diese mikroskopische Größe kommt sie echt noch ganz gut raus. Man erkennt hier, ich lege es mal kurz hier neben dran. Ich muss es näher halten. Man erkennt hier wie auf dem Bild ihre Blüten im Haar. Die Rosen hier unten. Man erkennt auf jeden Fall ihr Gesicht und dass sie geschminkt ist. Also manchmal funktioniert es ja doch ganz gut, obwohl es sehr klein ist. 40x40 wäre vielleicht, würde sie wahrscheinlich richtig großartig rauskommen. Aber wenn man so ein Zwischenbild gerne machen möchte oder irgendwas zusätzlich, wenn man gerade an einem riesigen Bild arbeitet, was ein Jahr oder zwei dauert, kann man sowas echt gut einschieben. Aber es ist natürlich sehr viel Schwarz. Ich sehe ganz viele Leute in den Diamond Painting Gruppen, wie sie ganz tapfer sich Bilder bestellen, die mega cool aussehen, aber so zu 90% aus Schwarz bestehen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich könnte das nicht. Ich würde durchdrehen, ich würde so ein Bild niemals fertig machen. Selbst das hier ist für mich schon echt grenzwertig, aber ich glaube, sie wird richtig cool aussehen, wenn sie fertig ist. Das werde ich noch gerade so packen, ne? Aber wirklich Respekt an alle, die keine Angst vor viel Schwarz haben. Es ist auch manchmal lustig, weil dann so gewisse Verwunderung mitschwingt, wie viel Schwarz in dem Bild ist, obwohl das Schwarz auf dem Bild ziemlich eindeutig schwarzen Hintergrund hat und auch sonst aus viel Schwarz besteht. Bedenkt das. Auf den ersten Blick sieht ein Bild vielleicht cool aus, aber wenn man die Hälfte nur eine Farbe in Schwarz paintet, aber vielleicht macht es euch ja auch nichts aus. Kann ja auch sein. Das sind die Farben. Hier lohnt es sich. Wir haben hier 20 Farben in diesem Bild. Das ist auch super gut für diese Größe. Ich stelle euch mal scharf. Das hier sind natürlich, wir haben hier sogar ein bisschen Lila drin. Das ist so in ihrer Schattierung von ihrer Haut tatsächlich. Dadurch, dass wir hier viel Schwarz haben, haben wir aber sehr viel andere Farben, von denen wir nicht so viel brauchen wahrscheinlich.
Ich habe hier wahrscheinlich wieder sehr viel übrig am Ende. Das sind so die Farben. Natürlich viel Dunkelrot und drei Päckchen Schwarz. Und das reicht mir völlig für eine ganze Weile. Oh je. Es ist nur so klein, ich reg mich voll auf, aber es ist wirklich eigentlich ein total kleines Bild. Also, Lea, beruhig dich. So, es ist immer noch nicht das letzte Bild. Das ist Bild Nummer 24. Weiter geht's. Ich packe das einfach gleich am Rande der Kamera ein. Ich weiß immer nicht, so interessiert euch das, soll ich mal öfter so ein bisschen so Sortier- und Aufräumen- und Organisiervideos machen. Lasst von euch hören. Ich hoffe ja auch wirklich, jetzt mal mir den Samstagvormittag freizuhalten. Ich arbeite viel zu oft und dann kann ich vielleicht wöchentliche Videos mal hinkriegen. Wir haben das nächste Bild, das letzte jetzt. Klassisches Toolkit. Und die Steine und, oh, sie kommt so gut raus. Oh, das ist wirklich 30x40, ist gar nicht so schlecht. Das ist die Hexe, ein wunderschönes Bild. Und sie kommt total gut raus. Ich hatte echt ein bisschen Sorge. Weil das ist keine große Größe, aber sie ist recht schlicht. Sie hat nicht so wirklich so ein Gesichtszüge oder irgendwelchen Kleinkram. Ihr kennt ihre Blume im Haar, ihre Haare kommen total gut raus. Da hatte ich ein bisschen Sorge, weil die doch relativ fein sind. Die Katze kommt richtig gut raus und wir haben hier 19 Farben. Ich bin super happy. Ich glaube, das hier möchte ich vielleicht sogar als erstes machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich zeige euch, wie das gute Stück im Laden noch aussieht. Da muss ich immer erstmal kurz suchen. Auch das hier ist unten wieder verlinkt. Genau, Beauty Halloween heißt die gute. Und so sieht das aus. Ach ja, im Kleid. Ja gut, das kommt... Ah, mal doch, man sieht sogar den Mond in ihrem Kleid. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass das nicht rauskommt. Dass das hier Sterne sind, wird man nicht sehen. Aber der Mond kommt raus. Das finde ich richtig stark. Das finde ich richtig stark. Es ist hier Halloween schon vorbei, aber bei mir ist Halloween einfach das ganze Jahr. So, das ist mein Bild Nummer 25. Auch diese Steine sehen wieder sehr schön aus. Sehr funkelnde Steine. Ich sehe keine komischen Formen hier drin, keinen Ausschuss. Und all diese Bilder zusammen haben im Laden unter 30 Euro gekostet und es wurden noch keine Coupons darauf angewendet, also sind die auch deutlich erschwinglicher als andere. Und auf AliExpress, finde ich, findet man auch nie so welche mit runden Steinen. Es ist total schwer, auch welche mit Teilbilder zu finden und alles. Deswegen finde ich solche Läden richtig gut, weil man da eben viel diese Teilbilder und auch eben diese kleineren Größen findet. Und manchmal sieht man dort auch Vorschaubilder, wie sie am Ende rauskommen. Wir haben hier Pink und Grau. Hier sind sehr viele verschiedene Farben drin. Lila, Helllila, ganz viele Lila-Töne, ganz viele Orangetöne, Brauntöne. Das wird so Spaß machen, dieses Bild. Da freue ich mich richtig drauf. Knapp 20 Farben. Ich glaube, das kommt richtig, richtig gut raus.
Link ist in der Beschreibung, falls ihr euch das auch gönnen wollt. Wie gesagt, ich werde, die sind ja jetzt halt noch eingerollt. Ich habe das jetzt mit anderen Bildern auch gemacht, einfach unter schwere Bücher oder unter Zeitschriftenstapel eine Weile legen. Und dann kriegt ihr das ziemlich einfach. Ist auch super klebrig. Die sind übrigens alle mit gegossenem Klebstoff, was ich auch richtig gut finde. Da löst sich keine Folie ab, ihr habt keine Bläschen oder so Probleme. Und bei diesen Bildern hilft auch eigentlich nicht, das hilft ja bei den anderen, wenn man die Folie abzieht und glatt streicht, werden die anderen Bilder normalerweise glatter. Wenn man das aber bei diesen hier macht, macht das gar keinen Unterschied. Das Einzige, was ein bisschen hilft, ist in die andere Richtung zu rollen. Dann liegt es ein bisschen glatter, aber ganz ehrlich, ich würde es einfach unter Bücher legen. Damit kommt ihr dann am besten weg. So, das waren alle Bilder. Wie gefällt euch die Auswahl? War vielleicht für euch was dabei, was euch gefallen hat? Und was denkt ihr, mit welchem Bild ich anfangen soll? Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, mit welchem ich anfangen soll. Schreibt es mir unten in die Kommentare und helft mir bei der Entscheidung. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich filme heute nämlich ganz, ganz viel und ich habe ganz, ganz viele neue Sachen für euch. Und denkt dran, unten ist noch ein Coupon-Code, den ihr einlösen könnt im Shop, der euch Prozent auf euren Einkauf gibt. Und das war's jetzt, glaube ich, wirklich. Ah nein, ich habe es total vergessen. Ich wollte euch das Bild zeigen, was ich noch angefangen habe. Blödi. Mensch, also. Und zwar kann ich euch das Bild leider... Ich zoome jetzt mal. Zoom. So. Ich fange ja nämlich gerne Bilder eigentlich an, weil ich der Meinung bin, dass man die Qualität erst wirklich sieht, wenn man mal so ein Bild gemacht hat. Und ich zeige euch jetzt mal nur so eine ganz kleine Ecke hier oben. So. Das habe ich jetzt schon gepaintet von Craft the Art. Das ist ein 30x40 cm Bild mit runden Steinen. Und hier seht ihr ein Auge und das sind ihre Haare. Die Schattierung ist super schön gemacht. Der Hintergrund sieht super schön. Ich hatte hier 20 Farben drin. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin jetzt hier gerade bei der Hälfte. Und man sieht den Hintergrund nicht durch. Es war schön, die Steine hinzulegen. Der Kleber ist super. Die Steine funkeln. Schaut mal, seht ihr das in der Kamera? Sogar wenn ein bisschen weniger Licht ist, funkeln sie sogar noch mehr. Und es macht beim Paint auch wirklich, wirklich Spaß, sich die schönen funkelnden Steine anzuschauen. Ich zeige es euch jetzt auch nochmal von Namen. So sieht das aus. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, ich werde Partner von Craft the Art und gebe euch die Rabatte dafür weiter, weil ich das hier wirklich diesen Laden empfehlen kann für solche kleineren Zwischendurchprojekte. So, jetzt aber. Das war's jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.